Konnichi! Meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute habe ich ein richtig geiles Thema für euch. Ich schalte gestern so einfach durch mein Netflix und sehe One Punch Man. One Punch Man ist auf Netflix erschienen und wenn das mal kein geiles Ding ist, dann weiß ich auch nicht. Ich weiß noch, dass ich One Punch Man als letztes in Japan gesehen habe, weil in Japan sind alle aktuellen Animes oder sehr viele aktuelle Animes, auch Attack on Titan etc., dort auf Netflix vorhanden, weil die wollen langsam so in die Richtung auch Anime-Streaming gehen. Das merkt man richtig stark. Und ja, jetzt ist es auf jeden Fall passiert. One Punch Man ist hier erschienen. Für alle, die One Punch Man Fans sind, nur zur Info, es ist die deutsche Synchro erschienen und auch die japanische. Also für jeden ist was dabei und somit könnt ihr euch das auf jeden Fall nochmal geben. Ich hatte zum Beispiel das Ganze irgendwie vor 2 Jahren oder 3 Jahren angeschaut, als es rauskam und habe es eigentlich nur bis zur Folge 6 geschaut und irgendwie dann abgebrochen. Und jetzt hatte ich dann doch nochmal die Chance, das komplett zu Ende zu bringen. Und ey, der Anime ist von vorne bis hinten richtig gut. Für die Kenner brauchen wir nicht drüber reden, ist richtig gut. Und jetzt nochmal für alle, die neu in der Anime-Szene sind, weil ich habe gesehen, dass durch Netflix eben, das hat man auch bei dem Overlord-Video von mir gesehen, das übrigens hier verlinkt ist, dass viele gar nicht so mit der Materie vertraut sind oder sich so langsam eben rantasten. Und da ist Netflix natürlich die perfekte Plattform, wenn man weiter nichts zahlen muss und also halt nur die normalen monatlichen Gebühren und hat es dann eh dabei und dann kann man sich so langsam mal so an die ganze Anime-Szene rantasten. Um euch das Ganze zu versüßen und ihr jetzt die Frage habt, was ist denn One Punch Man für ein Anime überhaupt und um was geht's, könnte mich das interessieren. Also grundsätzlich geht es darum, dass wir einen Held haben, der durch stetiges Training, 100 Liegestütze am Tag und 100 Sit-ups am Tag etc. So stark geworden ist. Ob das jetzt stimmt, ist jetzt die andere Frage, aber zumindest behauptet er das. Ist er so stark geworden, dass er mittlerweile jeden Gegner in dieser Welt, in der auf einmal überall in Stadtbezirken, die von A bis Z unterteilt sind, Monster auftauchen, ob das Unterwasserviecher sind, ob das Aliens sind, ob das einfach so, keine Ahnung, richtig große Monster sind, wie man es eben kennt, die oder genmanipulierte Superhelden oder irgendwelche anderen Bösewichte. Das ist so ein bisschen wie Boku no Hero Academia, falls euch das was sagt. Also das bedeutet, es ist schon eher so Richtung Superheldenfilm. Für alle, die so ein bisschen Marvel-affin sind, könnte das so ein bisschen mit reinspielen, dass euch das gefallen könnte. Saitama ist unser Held, der sogenannte One Punch Man. Und er wird so genannt, da er, wie gesagt, jeden Gegner mit einem Schlag einfach K.O. macht. Also egal wie groß, egal wie stark, ein Schlag K.O. So geht auch die erste Folge los und er ist eben ein Hobbyheld. In der Welt werden verschiedene Helden, gibt es eine offizielle Heldenliga. Das bedeutet, man kann dort aufsteigen von Klassifizierung C bis S Klasse, Superheld und dementsprechend bekommt man auch bessere Aufträge oder schwerere Aufträge und ist natürlich auch wertvoller und auch beliebter. Und bei uns ist es so, wir haben Saitama, der ansonsten neben dem, was er am Training erreicht hat, ein bisschen dumm wirkt oder ein bisschen faul auch auf der Haut liegt. So, ihm ist eigentlich ziemlich alles egal, weil er macht hier jeden Blatt. Er hat sich bis jetzt noch nicht beworben für die Zulassung und somit hat er gedacht, ich mache jetzt ab jetzt mein Hobby zum Beruf und versuche es nochmal. Und so macht sich unser Held auf den Weg zur S-Klasse mit einem, ja wie gesagt, wir starten hier mit einem kompletten overpowered Charakter. Und das ist aber einfach mega lustig. Und er sieht halt einfach wirklich immer so aus, als wenn er der schwächste Lauch überhaupt ist. Aber dieser Lauch geht natürlich seinen Weg. Und das ist der Anime. Der ist in kurzen 12 Folgen zusammengefasst. Also auch nicht wirklich unnötig viel Zeug. Wir kommen also von der Story sehr schnell voran. Man hat kein Mammutprojekt vor sich, das man da angeht, sondern das ist wirklich mal für zwischendurch. Und wie gesagt, auch für die, die nebenbei was anderes machen, wenn es sowas gibt, dann gibt es auch für euch die deutsche Synchro dafür. Ich kann nur sagen, ein mega Punch für diese Anime-Serie und schaue ich das auf jeden Fall an. Habt ihr ihn schon gesehen, dann schreibt unten in die Kommentare, was ihr am besten fandet. Habt ihr den Anime schon gesehen, dann schreibt es gerne unten rein, was ihr mit am besten fandet. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann schaut auf jeden Fall jetzt auf Netflix vorbei und guckt euch das an. Das ist wirklich ein sehr bekannter Anime, also ein
ich würde schon fast sagen Mainstream, weil ihn jeder kennt. Aber ich bin ja der Meinung, die meisten Mainstream-Anime, auch wenn es solche kurzen sind, da sind sie eben einfach nur gut. Deswegen gebt euch das, kann man nichts verkehrt machen, ist nicht allzu viel. Und deswegen viel Spaß damit. Und wenn ihr mich gerne unterstützen wollt, könnt ihr das gerne machen auf der Patreon-Seite von mir. Dort gibt es auch ab und zu Diskussionen zu einigen Themen. Ihr könnt euch auch da in den Kommentaren gerne äußern. Auch alle Giveaways werden dort eben weggegeben. Wir sehen uns beim nächsten Video, wann immer es nötig ist. Sayonara, ciao!